Hier ist nichts los. Alles gut. Ja, genau. Geh mal ruhig durch den Mülleimer. Okay, ich habe nichts mitbekommen. Ist ja interessant. Finde ich sogar sehr gut eigentlich. 4 Gegner sind da. Einer im Haus. Den muss ich mir gleich irgendwie schnappen. Das hast du von deiner dicken Lippe. Hier ist nichts los. Boom. Jetzt seid ihr so erschrocken, bestimmt, ne? Du bist erledigt. Mann, scheiße, das hat schon wieder nicht funktioniert. So scheiße ist das. Lauf, Alter. Oh mein Gott. Oh. Das klappt nicht so gut irgendwie mit dem, was ich mir vorstelle, zumindest. Ich hau euch auf die Fresse. So, zack. Okay, 2 Stück sind's noch. Ich habe ihn getroffen, aber hat er nicht so sehr beeindruckt, muss man sagen. Boah, dieser Scheißpistole ist so ungenau, ne? Los, zeig dich. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Nein! Oh, fuck. Nein, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Oh, Mann. Ey, boah, die Pistole ist so für den Arsch. Ich brauche mein Gewehr. Echt. Oh. Ich glaub's nicht, ey. Ich verkacke. Warum? Warum? Ich habe mein ganzes Geld jetzt verloren. Also so gut wie. Ich hatte vor 16.000 irgendwie Portemonnaie oder so gehabt und jetzt habe ich noch 3. Vielleicht 4. Oh, ist das doof. Oh, ist das dumm. Habe ich überhaupt noch 4.000? Ich hatte gerade noch 4.000. Jetzt habe ich noch 2. Oh, es tut so weh. Scheiße. Ach, Manno, ey. Boah. Also, ich werde auf jeden Fall definitiv meine verfickte Pistole wechseln. Die ist ja richtig scheiße. Richtiges Drecksteil ist das. Boah. Naja, immerhin habe ich jetzt hier den Punkt schon mal aktiviert. Oh, ey, ich bin richtig schlecht heute, ne? Ich hatte doch vorher nicht so Probleme gehabt. Die sind jetzt auch nicht sonderlich stärker. Aber warum kriege ich das jetzt nicht mehr auf Kette? Aber so gar nicht, ne? Kann das sein? Es ist ja richtig scheiße. Ich hoffe mal, es sind auch jetzt wieder alle Gegner da, weil sonst würde ich mich richtig schlecht fühlen. Dass die das jetzt einfacher für mich gemacht haben. So ein Wichs, echt, ey. Richtig dumm. Ja, ich habe deswegen jetzt alle wieder auch da. Was? Ich weg. Das wird ein Spaß. Hey, hier drüben. Oh, hält's die Fresse! So. Der nächste? Ich such mir Deckung! Du bist tot und merkst es nicht! So, der ist brutal überwältigt. Nee! Schon wieder während der Animation gestorben. Alter, das ist doch nicht wahr. Okay, da muss ich die mit Schusswaffengewalt einfach nur alle nacheinander kaputt machen. Alter, das ist doch nicht zu glauben. Das ist doch nicht zu glauben. Ah, warum kriege ich das denn nicht auf Kette, ey? Es ist so traurig. Oh, oh. Ich brauche erstmal einen Schluck Kaffee. Welch ein Genuss. Milita. Nee, Senseo. Und nochmal $1000 weniger. Schala. Das ist echt so schlecht, ne? Das ist eine verfickte kleine Nebenmission. Und ich bin... Boah, ich bin so... Oh, ich hasse mich selbst. Ich wage an mir selbst zu zweifeln, dass ich überhaupt in der Lage bin, das Spiel zu schaffen. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn? Boah. Ich meine, ich verhalte mich blöd. Das brauche ich mir jetzt bitte nicht sagen. Ich weiß, es ist absolut mir nicht und nicht am Spiel. Aber... ich will eigentlich mal versuchen, so ein bisschen das dann auch ruhig zu halten. Aber wir sind alle zu nah beieinander. Deswegen ist mir jetzt scheißegal. So, ich packe jetzt mein Auto hier. Ja, ist mir scheißegal. Ich nehme mein Gewehr raus. Mein Gewehr raus. Guck, wo hier geschossen wird und hau dem auf die Fresse. So, so, wo sind die nächsten? So, der ist schon mal tot. Fick dich. Der ist tot. Oh, das Gewehr ist richtig geil, ne? Das ist richtig, richtig gut. Und den hier, den hau ich auf die Fresse. Hättest mal lieber den Kopf unten gelassen. Du hast auch mein Gewehr, ne?
Nein! Das ist doch nicht zu glauben! Ich krieg das nicht hin! Das ist doch nicht zu glauben! Er hat mich getötet! Ah. Ah. Oh mein Gott! Oh, oh. Also meine Strategie mit diesem Nahkampf-Kack, das geht nicht mehr auf, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Das geht nicht mehr auf. Weil der wollte gerade auch nicht sprinten. Oh, komm, mach fertig, ey. Ich will das nicht. Du lädst doch immer das Gleiche. Warum musst du immer eigentlich wieder da neu laden? Na, kannst du ja nicht mal so eine Minute... Du weißt, ich stirb sowieso wieder innerhalb von einer Minute. Kannst du dich mal kurz merken spielen? Schau dich das an. Wie erbärmlich das ist. Ne? Ich hätte auf meinem Konto 40.000 Dollar haben können. 40 verfickte 1.000 Dollar. So, dann sammle ich jetzt wenigstens noch die Reste ein. Echt, ey. Boah, was für ein Scheiß. Und was ist? Nix ist. Das Schlimme ist, ich habe jetzt natürlich ein bisschen Munition verballert, ne? Schön von meinem Gewehr. Ich hätte jetzt neue kriegen können wahrscheinlich. Aber nee. Bekomme ich nicht. Warum? Weil die gleichen wahrscheinlich weg sind. Weil der neu geladen hat. Ah, so eine Scheiße, echt, ey. Wenn die gleich jetzt noch da sind, dann verstehe ich auch das Laden. Dann kann ich das Spiel verstehen. Boah, das nervt mich echt. Naja, gut. Mal gucken, was wir heute noch so hinkriegen. Oh Mann, ey. Richtig mies. Richtig, richtig mies. Weil ich bin dran vorbei. Ich weiß ja, ich nur das Gezumpel hier mal einsammeln. Ach, egal. Das sind aber jetzt aber keine Bösewichter mehr, ne? Auch der letzte ist wahrscheinlich welche. Ja, natürlich. Naja. Fuck, ey. Naja, aber das Gute ist, es kann nur besser werden, ne? Es kann wirklich nur besser werden. Oh, das war schön. Nur irgendwo, ach schade. Ich hatte dazu so ein bisschen mal so auf dem Dach rumchillen mit dem Playboy. Hat auch ein bisschen was Romantisches auch. 500 Dollar, das ist echt so mies, ey. Oh Mann, ich krieg Kopfschmerzen. Echt, das kann doch nicht wahr sein. Ach, da liegt er. Nun gut. Wo ist der denn? Achso, ach, der ist in dem Wohnwagen hier wahrscheinlich drin. Dem Trailer. Aber das ganze Geld, was ich einsammeln konnte, ist jetzt weg, ne? Ah, die Nachrichten, Notiz. Okay. 7:32 Uhr, Versammlung wird zur Ordnung gerufen und die Anwesenheit festgestellt. 34 Mitglieder anwesend und überprüft. Nachdem Mr. Greco und seine Mitarbeiter anwesend sind, wird auf Antrag namentlich abgestimmt, ob Mr. Greco der neue Gewerkschaftsvorsitzende werden soll. 53 Stimmen für Ja, eine Stimme für Nein von Mr. Kelly. Mr. Kelly wird aus dem Saal geleitet. Finde ich gut. Mr. Greco spricht zur Versammlung, versichert allen Anwesenden, dass die Gewerkschaft unter seiner Führung stärker werden wird. Er ermahnt alle Mitglieder, ihren Pflichten nachzukommen. Er warnt sie, dass sie andernfalls zu der Einschätzung kommen müsse, dass ihre Hingabe an die Gewerkschaft nicht so umfassend sei, wie er wünscht. Mr. Greco schließt die Versammlung. Der arme Mr. Kelly. So, 34 Mitglieder anwesend, 54 Stimmen waren das, ne? Da gibt's ja offensichtlich Briefwahl, ne? Aber ich glaube, selbst wenn das jemand Frage gestellt hätte, wo die restlichen 20 hergekommen wären, hätte wahrscheinlich keiner was gesagt. Beziehungsweise die Frage, die wäre gar nicht jetzt gestellt worden. So. Rein mit dir. Gut. Ja, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch der eine Ort hier. Ups, Entschuldigung. Ja, alles klar. Ach, Mann. Ich dachte, ich krieg das schön mit dem Sprung mit. Aber da können wir nochmal gucken. Auch wenn ich noch an das Stückchen Schrott doch nochmal rankomme, irgendwie. Mit ein bisschen Kletterei? Nee, möchte der nicht. Müsste komplett von der anderen Seite kommen. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ach, Mann, ey. Komm. Jetzt aber, beim nächsten, möchte ich mich ein bisschen besser schlagen. Kann nicht sein, wie schlecht ich bin, ey. Oh, richtig mies. Echt, als hätte ich das erste Mal ein Videospiel spielen. Dabei habe ich ja schon eine oder andere Erfahrung sammeln dürfen. Man muss ja auch immer bedenken, was ich alle schon durchgezockt habe. Ne? Was für Voraussetzungen ich die Sachen auch schon durchgeschafft habe. Ne? Und dafür kacke ich an so Mafia 3. Echt. Wo es so richtig nettes Auto-Aiming und sowas gibt. Das ist echt traurig. Aber wir dürfen hier wieder nicht rein. Ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Ach du heiliger Scheiß, okay. Kommt
Das kriegen wir so hin. Ohne dass jemand mitbekommt, ne? Ja, ja, okay. Oh, Scheiße. Ja, ja, ist okay. Du hast mich nicht gesehen. Dich kriege ich, du Sau. Dich kriege ich! Ja, ich hoffe mal, ich weiß nicht, ob die Leichen jetzt langsam mal so sehen werden. Ob sie Lust haben, die zu sehen oder nicht. Achso, scheiße. Okay, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Schnell, schnell. Hurtig, hurtig, hurtig. Da sind noch drei Leute, glaube ich. Weg mit dir. Weg. Okay. Wo ist der Nächste? Da. Kommt der ran? Ja, der kommt ran. Hallo. Alter, pack dein Gewehr da weg, Alter. Die Gewehr sind richtig gefährlich. Die hauen nämlich richtig rein. Oh, oh. Ja? Okay, der ist tot. Hui. So. Ich weiß nicht, ob die mehr kann, die Pistole. Keine Ahnung. Ich habe aber die Hoffnung, dass es so ist. So, okay. Ey, wir kriegen ein bisschen Geld. Huhu. Naja, guck mal, $500 schon wieder mehr. Mühsam ernährt sich, ne? Wisst ihr Bescheid. Das war jetzt auch mal okay, wie es jetzt lief, ne? Ein bisschen gestealthed, ein bisschen dann noch Ballerei gehabt. Bis es nicht mehr anders ging. Aber ich möchte mich jetzt hier auch nicht bei jedem Versteck, ne, 3 Stunden lang hiermit beschäftigen, um nicht gesehen zu werden. Gut. Okay, machen wir nochmal den Trailer hier weg. Und dann können wir eigentlich ohne weitere Umschweife weitermachen. Aber ich überlege gerade, soll ich erstmal zu einem einen Kollegen gehen? Ich möchte eigentlich noch nicht zu Vito gehen. Oder mit wem ich überhaupt noch irgendwie weg muss. Ah. Ja, genau, mit Jock Blanchard. Mit dem will ich jetzt eigentlich noch nicht quatschen. Man muss jetzt hier eigentlich auch alle Verteilerkästen haben. Ach so, okay. Ja, ich habe noch meinen Dings, habe ich noch, ne? Tugboat Bar. Auch nicht schlecht. So, was ist denn jetzt das hier? Was ist das hier? Schmugglerware. Ah, es ist auch wieder so ein Auftragsgedönskirchen. Ja, können wir eigentlich... Machen wir auch mal hier jetzt erstmal. Zack. Nur eine kleine Nebenmission. Kann man ja machen, ne? Ja, können wir erstmal durch. Währenddessen, jetzt haben wir hier natürlich jetzt den nächsten Verteilerkasten einmal abgehört. Jetzt haben wir natürlich wieder ein paar Items, die wir jetzt mehr einsammeln können. Was wir auch selbstverständlich tun werden. So, ich bin ja ein Faulstück. Ich fahre natürlich mit dem Auto dann dahin. Man muss ja überlegen, überall, wo ich mit dem Auto nicht hinfahre, muss ich auch wieder zurücklaufen, ne? Um. Komm ja gar nicht durch, ich sag mal. Alle hab ich gekriegt. Habe ich gekriegt. Ah, Elvis. Elvis Conversation. Aber durchquetschen, danke. Ups, da war ja schon die Wand. Ich hätte ein bisschen mehr Platz. Ja, ja, komm. Der Wagen, den ich hier aber habe, der fährt sich echt, echt ziemlich angenehm. Wie ich ja schon sagen. Entschuldigung. Ja, tut mir leid. Erzeuger ruft keine Polizei, ist doch schon mal schön. Oh, bin ich hier schon wieder falsch? Nee, okay, da komme ich vielleicht weiter. Hier ist schon mal der Schrott. Komme ich hier drauf? Jawohl. Einmal rüber? Jawohl. Haha. Hier drin? Tatsächlich, ich werde bekloppt. Schönes Auto-Magazin. Lotus Turbines for Indy 500. Boah, gibt die garantiert noch die Indy 500 Rennen, aber ich habe da nie irgendeinen Bezug zu gehabt, ne? Das Einzige, was ich davon kenne, ist, ich meine, wir hatten mal ein Amiga-Spiel mit Indianapolis Gedöns. Der ist ja der, glaube ich, ne? Müsste ja eigentlich das Rennen sein, behaupte ich mal, wenn es Indy heißt. Oder Indiana Jones. Kann auch sein. Und für PlayStation gab es damals auch immer. Hier und da manchmal für die alte PlayStation. Einfach noch Zeit, ne? Also was die Rennen ausmacht oder so, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Okay. Da muss auch noch was Blaues, sehe ich gerade. Ich will mal kurz einen Abstecher an die Bar machen.
Da werde ich eh wieder rausgeschmissen, weil farbige nicht erlaubt sind, ne? Ach, soll doch die Polizei rufen. Mein Gott. Was soll schon passieren? Soll ich mich festnehmen? Ja. Ja, gibt es überhaupt irgendwelche Lokalitäten, wo ich auch mal willkommen bin? Wahrscheinlich nicht, ne? Also zumindest jetzt nicht hier. Im Hollow garantiert. Ja, geht mal lieber raus. Psst, ihr habt nichts gesehen. Geld kann ich auch gut gebrauchen. So. Hallo. Oh, Medizinschrank könnt ihr eigentlich auch mal direkt mitnehmen. Cheap Thrills. Kenn ich nicht, die Band. Ich sehe gerade, ich habe ja... Ich darf ja nochmal. Da, wo ist der Medizinschrank? Ein kleines schwarzes Medizinbuch. Immer wenn die manche Grafiken so aufleuchten, weil die gerade mit der richtigen Lichtreflexion nicht so klarkommen, denke ich immer, man kann die einsammeln. Das war, glaube ich, gerade aber nur eine Speisekarte. So. Ja, Entschuldigung, ich weiß, Zebrastreifen. Bis hierhin. Aber den Schrot einsammeln. Ah, da hinten ist wieder ein Versteck. Möchte ich jetzt erstmal nicht hin. Aber den nehmen wir noch mit. Und dann fahren wir zu DeMarco. Conny DeMarco. Oh, ein Streifenpolizist so. So, auf, auf! Gucken, was wir noch alles auf dem Weg finden. Da ist Polizei. Achso, da ist jetzt Polizei drin, weil ich da nicht gerade vorher drin habe. Da ein bisschen was kaputt gemacht. So, danke. Wo ist er denn? Oder war gar nicht hier drin? Ach, guck mal. Habe ich das Tor ganz umsonst simuliert. Super. Und mein Fahrzeug gleich mit. Exotenauto. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie Autos sammeln kann oder so. Oder ob man sich irgendwelche kaufen kann. Bin ich mal gespannt. Wow. Ja, okay. Ihr dürft erstmal noch die Straße passieren, wenn ich jetzt nicht um den Schrott wieder kümmere. Oh, nee. Muss ich wieder um die andere... Nee, okay. Man kann immerhin hier rein. Aber ist der Bereich auch zugänglich? In der Tat. Das haben wir auf jeden Fall erstmal genug für 8 weitere Verteilerkästen. Also, es kommt noch einiges im Spiel. Ihr macht ja auf langes Let's Play gefasst. Vor allem, wenn ich jetzt hier natürlich immer hier den ganzen Kram einsammle. Dann kann das schon mal ein bisschen länger dauern. Aber ich habe da kein Problem mit. Ich mag das Spiel. Weisen. Ich bin gespannt, ob es ja auch noch so Rennmissionen oder sowas gibt. Ach, nein, ich juckt. Da haben wir noch einen. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, weil ich hatte gestern eigentlich noch vorgehabt, auch das zu zocken, aber nee, hab ich dann. Das ist halt auch so anstrengend, ne? Da denkt man sich auch so, oh nee, ich bin schon wieder tot. Muss das jetzt sein? Komm ich da jetzt mal? Alles verdrahtet mit Kabel, mit Kabel sag ich schon, mit Stacheldraht. Kabeldraht, genau. Ach, leck mich doch im Arsch, kann nicht sein. Warum liegt das? Ach, das liegt ja doch da einfach rum. Ich sehe das aber auch nicht, ne? Schlimm ist das. Ja, rein da, komm. Ja, ich komme sofort. Hier, das wird hier am Müllcontainer nicht liegen.